Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 38. Lesung des wunderbaren Buches Das Doppelgesicht des Papsttums. Ein Buch von James Edgar Wylie aus 1853, das er, soweit ich vernommen habe, wohl 1851 geschrieben hat. In Englisch. Und dann kam die Übersetzung ja sehr, sehr schnell dahinter, sehr zeitnah. Und das ist in der Zeit bemerkenswert und bewundernswert. Und was uns heute angeht, sehr freudenswert, dass es ein solches Buch heutzutage noch so gut erhalten gibt und dass wir darüber nachlesen können und uns dann eigentlich nur mal auf den Schädel schlagen können und sagen von, ey, guck mal, in 150 Jahren hat sich nichts verbessert, eher verschlechtert. Aber die Leute sind sowas von ignorant gegenüber dem Papsttum heutzutage, dass es einfach schon wehtut. Da kann man sich dann gleich nochmal an die Stirn schlagen. Und warum tut es weh, dass die Leute nichts vom Papsttum wissen? Weil das Papsttum einfach so, zwischen Anführungszeichen, aber leider wirklich genial ist. Das ist genau wie dieses Anfangszitat aus dem Buch von The Global Vatican, ist es, glaube ich. Da ist ein Zitat am Anfang von dem Francis Rooney, von dem Autoren, über die Frage, warum der Katholizismus denn so unbekannt ist in der Welt als das, was er macht. Und eine sehr gute Erklärung dazu. Ich kenne den Satz jetzt nicht auswendig, müsst ihr euch das Buch mal anschauen. Das ist in einem der Intros, meine englischen Intros. Ich glaube, das ist zu die deutsche Lesung, auch die da kommt von die geheimen Terroristen, dass das da mit drin ist, dass das da in Englisch steht. Müsst ihr euch mal angucken. Sehr interessant. Aber es hat sich, wie gesagt, die letzten 150 Jahre nichts geändert. Die Leute sind immer noch ignorant über was das Papsttum angeht. Sie denken, dass das Papsttum Christentum ist und sie denken, dass das Christentum so schlecht ist wie das Papsttum, eben weil sie ihre Bibel nicht lesen. So, ganz, ganz großer Nachteil. Und deswegen mache ich so eine Lesung, dass wir in dieser Lesung alles, was wir lesen, an der Bibel messen. Und dafür hilft uns oder dabei hilft uns James Edgar Wylie, der wunderbare protestantische Autor des 19. Jahrhunderts. Und in die Einstimmung der Lesung heute hilft uns Alexander mit einer wunderschönen Musikdatei, die er mir wieder geschickt hat. Und die werde ich jetzt zum Einleben in die heutige Lesung jetzt mal einspielen. Film ab. Dank dir, dienst
wie wir Frieden, Frieden in deinem Sohn. O Vater, ich dank dir, gibst du mir Frieden, Frieden in deinem Sohn. Komm zu mir, Jesus, guter Herr, lass strömen deine Liebe, deine Zärtlichkeit auf mich. Der einzige Kommentar, den ich darauf habe, ist, dass das viel zu schnell vorbei ist. Aber so ist das. Wir wenden uns jetzt dem 15. Kapitel zu, aus dem zweiten Buch, aus dem Buch Das Doppelgesicht des Papsttums, die Geschichte, die Lehren, der Geist, der Einfluss, der Zustand und die Aussichten der römischen Kirche. Die Aussichten der römischen Kirche sind ziemlich düster, wenn ihr mich fragt, wenn wir das Buch der Offenbarung lesen. Aber fangen wir am Anfang des 15. Kapitels an, das heißt der Ablass. Der Ablass war genau der Punkt, der Martin Luther so wachgeschüttelt hat, dass er sich gegen die römisch-katholische Kirche aufgelehnt hat. Und über Martin Luther habe ich heute Nachmittag in dem wundervollen Buch von Ronald N. Cook, wer Englisch lesen kann, sollte sich das unbedingt kaufen, The Puritan Reformational View of Antichrist, Band 1, wieder mal gelesen. Und dann über die Geschichte von Martin Luther. Und jetzt wundert mich übrigens auch nicht mehr, warum Martin Luthers Bibel nicht so perfekt ist. Es steht da nämlich drin, dass er anscheinend die Vulgata-Übersetzung, also die Vulgata ist ja die lateinische Bibel aus dem, ich glaube, 3. Jahrhundert oder was, dass er die als Basis genommen hatte für seine deutsche Übersetzung. Ja, dann wundert einen das nicht, dass da Fehler drin sind. In der lateinischen Vulgata sind Fehler drin, das ist jedem bekannt. Und mich wundert das jetzt gar nicht mehr, das war in dem Buch unter anderem drin zu lesen. Da viele gute Dinge über Martin Luther drin standen. Auch viele gute Dinge, die man wissen sollte, nämlich auch Dinge, die nicht so gut an ihm waren, aber eben auch, warum er so, im Neudeutsch sagt man, gebasht wird, ne? Also warum man so auf Martin Luther eindrischt heutzutage, stand da auch alles mit bei. Aber wie gesagt, ein sehr, sehr gutes Buch, kann ich jedem anraten zu lesen. Und Martin Luther hat halt den Ablass damals zu Anlass genommen, um seine 95 Thesen an die Kirchentür zu schlagen. Das ist zwar geschichtlich nicht überliefert, dass er das getan hat, aber geschichtlich ist überliefert, dass er am Reformationstag, den wir heute nennen, den 31. Oktober des Jahres 1517, diese 95 Thesen in Druckversion, und zwar erst in Latein und danach in Deutsch, veröffentlicht hat. Das ist geschichtlich überliefert und gesichert, das Anschlagen an die Kirchentür nicht. Aber was sagt jetzt James Edgar Wylie etwas über 300 Jahre später da über den Ablass? Es war dem Wesen des Papsttums nur gemäß, wenn Rom seine allerdings früher geübte Praxis, die himmlischen Güter der Sündenvergebung umsonst zu erteilen, schon im 13. Jahrhundert aufgab und auf den glücklichen, ergiebigen Gedanken kam, eine Ablösung der Bußarbeiten, Fasten, Wallfahren, Geißelung und anderer Verrichtungen durch Geld zu erlauben und zur Bereicherung der päpstlichen Schatzkammer zu empfehlen. In der katholischen Welt erregte diese Anordnung im Allgemeinen Freude, denn man tat lieber einen Griff in den Geldbeutel, als dass man der Geißel den entblößten Rücken preisgab. Und so geht das bis heute. Siehe zum Beispiel die CO2-Zertifikate handeln gegen die Sünde der globalen Erwärmung. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass ausgerechnet Al Gore, der Erfinder der Hockeystick-Technik, in seinem Video Eine unbequeme Wahrheit, An Inconvenient Truth, derjenige war, der den ganzen CO2-Handel überhaupt in Gang gesetzt und da seine größten Anteile dran hat. Also manche Dinge verändern sich durch die Jahrhunderte eben nicht, wie ich einleitend im Grunde schon gesagt hatte. Die Theorie dieses Ablasses ist nun folgende. Jesus Christus hat mehr erduldet, als zur Erlösung der Auserwählten nötig ist. Viele Heilige und Märtyrer haben ebenfalls mehr gute Werke getan, als zu ihrer eigenen Seligkeit notwendig ist. Und diese
denen nicht selten noch die Verdienste der Maria hinzugefügt werden, bilden einen großen gemeinsamen Schatz, welcher der Kirche zur Aufbewahrung anvertraut ist. Nun, bevor ich jetzt gleich hier auf das Gelbe klicke, um zu sehen, welchen Kommentar ich da damals dazu geschrieben habe, kann ich euch sagen, über diesen Einsatz könnten Maximilian, Michael und ich eine 3-Stunden-Sendung machen, ohne dass es auch nur eine Minute langweilig wird. Aber es ist ja die Idee, hier das ganze Buch zu lesen und sich an einem Satz festzuklammern. Aber ich gehe gleich nochmal drauf ein und vielleicht haben meine mich begleitenden Brüder Michael und Maximilian, wenn die beiden da sind, also von Michael weiß ich es, auch von Maximilian habe ich nicht geschaut, ja Lust oder jemand anders sich daran zu beteiligen, den Satz mal ein wenig zu analysieren. Wir werden ihn nicht 3 Stunden lang auseinandernehmen, das kann ich euch versprechen, aber das könnte man tun. Damals habe ich als Kommentar jedenfalls dazu geschrieben, Matthäus Kapitel 6, Vers 19. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn, so sagt Vers 21 abschließend, wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Sehr, sehr schönes Bibelzitat. Und jetzt gehen wir doch mal kurz in den Satz rein. Christus hat mehr erduldet, als zur Erlösung der Auserwählten nötig ist. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Warum? Weil Jesus Christus für die Sünden aller Menschen gestorben ist, derjenigen, die vor ihm gelebt haben, die zu seiner Zeit lebten und die leben, bis er wiederkommt. Alle Menschen, das heißt nicht nur die Auserwählten, sondern auch die Nicht-Geretteten. Er ist für die Sünden aller Menschen gestorben. Gott hat seinen einzigen eingeborenen Sohn in die Welt geschickt, dass er für alle Menschen stirbt. Auch die Menschen, die ihn und sein Geschenk nicht annehmen, auch für die ist er gestorben. Also das ist, ich glaube, so ungefähr das einzig Wahre, was in diesem Satz drinsteht. Christus hat mehr erduldet, also er hat mehr gebüßt, als zur Erlösung der Auserwählten nötig ist, weil er hat neben den Auserwählten auch für die Nicht-Auserwählten eben gebüßt. Viele Heilige und Märtyrer haben ebenfalls sehr gute Werke getan. Ja, das ist jetzt natürlich wieder typisch katholisch. Also erstens mal spricht die römisch-katholische Kirche hier von Heiligen, das heißt, es sind die Heiligen, die sie machen. Das sind irgendwelche Toten, die als Heilige verehrt werden. Siehe Marienanbetung, siehe zum Beispiel die ganzen Heiligenverehrung, siehe, wie wir in Babylon Mysterienreligion gesehen haben, bei dem Erfinden des römischen Katholizismus, die Christianisierung der ganzen heidnischen Götter, die dann eben alle einen heiligen Namen bekommen und auf einmal da wieder auftauchen. Die haben ja für jeden Tag mindestens einen Heiligen und es gibt 365 Tage im Jahr und so weiter und so weiter. Will ich gar nicht groß weiter darauf eingehen. Wir wissen, dass die Heiligen der römisch-katholischen Kirche nicht die Heiligen der Bibel sind. Die Heiligen der Bibel sind die Lebenden und die Heiligen der römisch-katholischen Kirche sind die Toten. Die Heiligen, die Lebenden sind, die wirklich Heiligen, die hat Gott geheiligt. Ja? Weil er hat sie auserwählt und er hat sie durch seine Gnade errettet. Darum sind sie heilig. Die Heiligen der römisch-katholischen Kirche sind tot und sind auserwählt worden von der römisch-katholischen Kirche und nicht von Elohim. Und Märtyrer haben ebenfalls sehr gute Werke getan. Ja, Märtyrer gibt es in der römisch-katholischen Kirche, meinen sie, aber die wirklichen Märtyrer gibt es nur unter den wirklich Heiligen, das heißt den Lebenden, das heißt diejenigen, die ihr Blut und ihr Leben gelassen haben, weil sie Jesus Christus nicht abgeschworen haben, sondern bis zum Tode an seinem Wort und an seiner Doktrin festgehalten haben. Durch die Inquisition, durch die Verhöre, durch die Autodafés, durch alle möglichen anderen Verfolgungen und so weiter und so weiter. Diese Märtyrer haben sehr gute Werke getan. Nur, gute Werke zählen für Gott im Himmel überhaupt nichts, weil er sagt, durch Glauben seid ihr errettet und das nicht durch euch selbst, auf das niemand sich rühme. Das heißt, wir brauchen keine Werke für unsere Errettung. Wir brauchen keine Werke, um irgendwelche Schätze im Himmel aufzuladen. Die Schätze, die wir im Himmel aufladen, dies tun wir durch Werke, aber diese Werke tun wir, weil wir gerettet sind und nicht, weil wir gerettet werden wollen. Gott ist kein Respektierer der Person. Also heißt es im Englischen, kann ich das immer schön rezitieren, da heißt es, God is no respecter of persons. Er beschaut nicht das Individuum, er beschaut nicht, welche Werke der Einzelne tut und rechnet ihm die auch nicht als irgendwelche Pluspunkte an.
Aber wir machen diese Werke als Heilige, weil wir zu diesen Werken aufgerufen werden sind. Wir wurden von Gott zu diesen guten Werken bereitet, von ihm, ja, dass wir sie machen. Und das sind unsere Schätze, die wir im Himmel uns anlegen, aber das hat nichts mit diesen Heiligen und Märtyrern zu tun, die sehr gute Werke getan haben, wie die römisch-katholische Kirche hier meint. Auf die Werke geht es da auch nicht ein, sondern die meint da ganz andere Werke und nicht die Werke, die ich als Heiliger oder wiedergeborener Christ hier meine. Jörg? Ja? Ich wollte nur mal ganz kurz technisch sagen, entweder hat dein Mikrofon, ist das mal gefallen oder sowas, aber bei ganz lautem Reinsprechen rappelt das ja? ein klein wenig. Entweder, vielleicht kannst du zwei Zentimeter weiter weg von deinem Headset gehen, dann würde das wahrscheinlich schon helfen. Das ist auch nicht sehr großartig störend, aber manchmal fällt es auf. Ach so. Ich habe es jetzt ein kleines bisschen weggebogen, habe das Kabel weggenommen, dass es nicht mehr irgendwo dran schrabt oder so. Ja, das könnte sein, dass es das auch ist, aber es rappelt teilweise, wenn du so A und O Laute sagst. Deswegen wollte ich nur gesagt haben, das war's schon. Ja, und mit dem A und O, wie ist das jetzt? Besser? Ja, also auf jeden Fall besser. Man merkt oder man hört, dass es nicht ganz so dumpf ist wie vorher, dass du also etwas weiter weg bist. Das ist auch okay nach von der Qualität. Ein klein bisschen abgeknickt habe ich hier. Ja. Gut. Okay. Hast du auch nee, das ist das. Jetzt klingst du wie der Grobi oder wie der heißt aus der Mülltonne bei Muppet Show oder bei Sesamstraße. Mensch. Oscar in der Mülltonne. So. Geht mein Mikrofon jetzt kaputt oder was willst du mir sagen? Nein, will ich dir bald sagen. Wir versuchen gerade, die erste Geschichte war ja schon super, die du gemacht hast und dann hast du es wieder übertrieben. Ist es jetzt gut? Jetzt ist es wieder zu leise. Ach Mensch. Ja, ich versuche nur zu helfen. Was soll ich denn machen? Die Aufnahme jetzt abbrechen hier oder was? Nein. Ich wollte es dir nur einmal sagen. Und dann hast du gesagt, ich bin ein bisschen weiter weg. Habe ich gesagt, ja, so ist gut. Und dann hast du weiter rumgefummelt und dann war es zu weit weg. Ganz einfach. Ja, und was muss ich jetzt machen? Wieder weiter weg? Nee, wieder etwas näher dran. So? Ist das jetzt Sprich besser? Sprich mal. Ist das jetzt besser, wenn ich jetzt spreche? Ja, ist immer noch wieder zu leise, aber das liegt dann von einem Mikro. Ja, ich weiß nicht, das Mikro ist ja ganz normal eingestellt, auch wenn wir hier gucken. Die Ausschläge sind ja ganz normal. Ja, dann lass es mal so, wie es jetzt ist. Okay. Also, da muss ich die Aufnahme nicht nochmal machen. Live-Video, ja. Dann werde ich jetzt auch mal einen Schluck Tee trinken und dann kann ja jemand anders mal kurz was sagen. Dann kann ich mich von dem Schocker holen, dass ich nicht zu hören war. Du warst doch zu hören, ist doch alles gut, aber du warst halt so zu hören, dass es teilweise gerappelt hat ein bisschen. Augsburger Rappelkiste, oder wie heißt das? Nee, wenn dann belgische Rappelkiste. Also, ja, okay. Gut, hast du was zu dem gerade eben Gesagten vielleicht auch zuzufügen, themenmäßig, Michael? Nee. Na, wie schade. Dauert doch sonst viel zu lange hier alles. Nö, das ist es nicht. Also, Christus hat mehr erduldet, als zur Erlösung der Auserwählten nötig ist. Viele Heilige und Märtyrer haben ebenfalls mehr gute Werke getan, als zu ihrer eigenen Seligkeit notwendig ist. Das ist natürlich die große Lüge, weil mit unseren eigenen Werken tun wir überhaupt nichts für unsere Seligkeit. Unsere Seligkeit erreichen wir nur durch die Gerechtigkeit, die uns von Jesus Christus gegeben ist und sonst gar nichts. Und die wird uns gegeben durch den Glauben. Durch den Glauben seid ihr errettet und das nicht durch euch selbst. Also keine eigenen Werke, die zu unserer Seligkeit beitragen. Und diese, denen nicht selten noch die Verdienste der Maria hinzugefügt werden, ja, also Maria ist die biologische Mutter von Jesus Christus, dem Menschen Jesus Christus, nicht dem Gott Jesus Christus, sondern sie ist die Mutter des Menschen. Die hat überhaupt keine Verdienste, die irgendwo hinzugefügt werden. Die ist seit einiger Zeit bereits irgendwann im ersten Jahrhundert gestorben und ist im Grab und harrt der Wiederauferstehung, wie wir das auch tun werden, wenn wir einmal gestorben sind. Denn es steht deutlich geschrieben, der Mensch ist es bestimmt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Dann gibt es zwei Auferstehungen, nämlich die einen Auferstehung zur Gerechtigkeit, wenn Jesus Christus zurückkommt, und die anderen, die Ungerechten, die zum Gericht dann später aufstehen werden. Und bis dahin schlafen die alle und machen nicht irgendwelche Verdienste und schon gar nicht mal die Maria, die hier die Himmelskönigin ist, aber da verweise ich dann mal auf die Videos, die wir ja machen, mit Eva, eine für alle für eine, Königin des Himmels, dass man sich das anschaut. Ja, das ist also auch Quatsch in diesem Teil des Satzes. Und dann bilden einen großen gemeinsamen Schatz, welcher der Kirche zur Aufbewahrung anvertraut ist.
Also all diese ganzen sogenannten Werke, wenn es sie denn geben würde, werden der Kirche zur Aufbewahrung anvertraut. Da wüsste ich doch gerne mal, wo das in der Bibel steht. Dass ich wüsste auch gerne, wo die Auflistung der Verdienste von Maria in der Bibel stehen. Auf welche überschüssigen Werke beziehen die sich? Ja, von der Maria, wie gesagt, das ist rein römischer Katholizismus. Da kann man im Grunde gar nichts zu sagen. Da findet man kein einziges Wort von der Bibel wieder. Aber von der Aufbewahrung der guten Werke von der Kirche findet man auch nichts wieder, weil wir müssen ja davon ausgehen, dass die Kirche, wie die römisch-katholische Kirche es ja meint, der Körper Jesu Christi hier auf Erden ist. Ja? Die sichtbare Kirche. Ja? Das ist eine sichtbare Kirche. Deswegen sagt die römisch-katholische Kirche auch, eine sichtbare Kirche braucht ein sichtbares Oberhaupt. Deswegen der Papst. Wir sind ja auch eine sichtbare Kirche. Solange wir hier im Fleisch rumwandeln und wir sind die Bausteine des Tempels von Jesus Christus, wir sind der Leib und er ist das Haupt, wie wir ja auch sagen, und sieht man ja auch. Also eine sichtbare Kirche ist es. Aber diese sichtbare Kirche, die wir haben, mir ist nicht bekannt, dass irgendwo geschrieben steht, dass diese Kirche, also wir, irgendwo irgendwelche Werke zur Aufbewahrung bekommen. Das saugt sich die römisch-katholische Kirche ganz einfach aus dem Daumen. Ja? Und leider ist es so, dass die Katholiken das nicht nachforschen. Nun, wenn ich jetzt schon mal hier soweit bin, da muss ich einmal kurz einen Kommentar geben über die Katholiken, den ihr vielleicht nicht gerne hören werdet oder vielleicht gerade gerne hören werdet. Ich habe in der Woche wieder mal zu Tom Fress zugehört, der in 2011 das Buch Hinter den Diktatoren in Englisch vorgelesen hat. Und ich hatte die Lesung bis jetzt noch nie gehört und finde das ganz interessant. Er sagt da sehr interessante Dinge. Und er hat einen Punkt noch ein wenig deutlicher ausgearbeitet, den ich nie so deutlich ausgearbeitet habe, den ich hier gerne mal rechtsetzen möchte. Und das passt auch sehr gut in diese Lesung hier. Es geht darum, dass wenn die römisch-katholische Kirche auf ihre Verfolgungsjagd geht, nach Heretikern, nach Abtrünnigen, dass sie dann nicht nur Juden und Protestanten verfolgt, sondern dass sie auch in ihren eigenen Reihen verfolgt. Nun, wir sind da auch hinter den Diktatoren darauf eingegangen, dass eben auch die Abtrünnigen in der römisch-katholischen Kirche verfolgt werden, aber ich glaube, der Punkt war nicht deutlich genug. Wir müssen uns davon bewusst werden, dass es in der römisch-katholischen Kirche ganz viele Leute gibt, die sehr formal katholisch nur sind. Das heißt, die nicht so ultramontan sind, die nicht 100%, also erstens mal nicht jede Woche in die Kirche gehen, nicht jede Woche oder regelmäßig die Messe besuchen, nicht regelmäßig die Beichte tun und so weiter und so weiter. Also Katholiken, die dem Namen nach Katholiken sind, aber die es nicht so wahnsinnig seriös nehmen damit auf der einen Seite und vor allen Dingen Katholiken, die gewillt sind, mit Protestanten zusammenzuleben. Das nennt man dann die sogenannten liberalen Katholiken. Es sind auch diese liberalen Katholiken, die damals das Zweite Vatikanische Konzil in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts gegründet und geleitet haben. Gegründet wurde es von den Jesuiten wahrscheinlich, aber geleitet hauptsächlich von denen, um nämlich dafür zu sorgen, dass wir die Protestanten ja wieder unter einen Hut kriegen mit den Katholiken. Aber es sind nur die Katholiken überhaupt für diese Veränderung offen, die liberal sind. Und die liberalen Katholiken hat die römisch-katholische Kirche, die Hierarchie der römisch-katholischen Kirche genauso auf dem Kicker wie Protestanten und wie Juden. Also die meisten Katholiken, sage ich jetzt mal, die dieses Video schauen, die sollten sich hiervon unbedingt angesprochen fühlen, sollten einmal in sich selbst gehen und sollten sagen, was für ein Katholik bin ich eigentlich? Bin ich jemand, der das Tridentiner Konzil bis aufs Blut verteidigt? Oder bin ich einer, der sagt, also mein Glaube könnte eigentlich auch ziemlich liberal sein? Ich bin eigentlich ein ökumenischer Katholik. Und dann stehst du nämlich genauso auf der Hitliste der Hierarchie der römisch-katholischen Kirche wie Protestanten und Juden, die typischen Verfolgungsopfer der römisch-katholischen Kirche. Die liberalen Katholiken ganz genauso. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man machen sollte. Und es sind unglaublich viele von diesen liberalen Katholiken, die meine Videos schauen und die dann versuchen, ihren Glauben gegen die Bibel hier in Videos und Kommentaren oder was zu verteidigen. Vergesst es. Tut es nicht. Schaut euch lieber die Bibel an
und seht, ob die Bibel nicht doch vielleicht etwas mehr für euch ist als der Katechismus der römisch-katholischen Kirche, dem ihr ja sowieso nicht so ultramontan angehört. Mit anderen Worten, ihr akzeptiert nicht für 100%, dass der Papst Gott auf Erden ist. Ihr akzeptiert nicht 100% seinen Führungsanspruch, wie er ihn beansprucht. Ihr akzeptiert nicht das Dogma der römisch-katholischen Messe, so wie es eigentlich vorgeschrieben ist. Ihr nehmt den Eucharist nicht mit der Meinung oder Vorstellung der römisch-katholischen Kirche im vollen Verständnis der Transsubstantiation und so weiter und so weiter. Wenn ihr einmal tief in euch geht und euch darin wiedererkennt, dann ist diese Lesung für euch ganz genauso wichtig wie für jeden Protestanten und jeden Juden, um die römisch-katholische Kirche mal zu entlarven und richtig kennenzulernen. Das wollte ich nur mal eben sagen. Leute, die immer meinen, ich hätte was gegen Katholiken. Nein, gegen Katholiken, gegen die Person sowieso schon mal gar nicht. Ich habe was gegen das Dogma der Katholiken. Ich halte es da wie Jesus Christus, der sagt, dass er die Werke der Nikolaiten hasst. Und die modernen Nikolaiten sind die römisch-katholischen. Ich hasse die Werke der römisch-katholischen Kirche. Ich hasse das, was sie fortbringt, aber ich hasse nicht den individuellen Menschen. Und genauso ist das auch, bin ich ziemlich sicher, in der Versammlung, die wir hier auf Skype haben, die ein paar Menschen, die hier mir zuhören und die hier live mit mir verbunden sind, dass die ganz genauso darüber denken. Wir wollen die Leute wach schütteln, um sie raus aus der Kirche zu holen, genauso wie Gott es uns befiehlt in Offenbarung Kapitel 18, Vers 4, kommt heraus, als ihr mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden, dass ihr nicht empfangt von ihren Plagen, denn ihre Sünden erreichen inzwischen den Himmel. Ja? Und es wird ein Gericht gehalten über die Hure von Babylon, deswegen solltet ihr da besser rauskommen. Und je mehr ihr begreift, dass eure eigene Kirche sich gegen euch wenden wird, wenn es hart auf hart kommt, umso eher solltet ihr euch vielleicht auch mal daran erinnern, dass Jesus euer Freund ist und dass der euch nie verfolgt. Er wird euch vor dem Gericht des Vaters entweder verteidigen oder auch nicht. Aber das liegt an euch, ob ihr ihn annehmt oder auch nicht. Von daher mein ernst gemeinter, seriöser Tipp an alle liberalen Katholiken, die hier zuschauen, wenn ihr nicht dasselbe erleben wollt wie die liberalen Katholiken im Dritten Deutschen Reich damals, in der Zeit von 1933 bis 1945, wo die verfolgt wurden, und in Spanien, wo sie verfolgt wurden, und in Italien, wo sie verfolgt wurden, und auch in Serbien, wo sie verfolgt wurden. Ja, wir wissen ja, die Ustascha, die haben ja nicht nur die Serben, die Orthodoxen verfolgt, weil die Orthodoxen sind ja auch Katholiken. Aber in der Sicht der römischen Katholiken sind das eben liberale Katholiken, weil sie eben das Dogma der Autorität des Papstes, der Unfehlbarkeit auf der einen Seite und seinen absoluten Führungsanspruch auf der anderen Seite nicht akzeptieren. Und wenn ihr das auch nicht tut, dann sitzt ihr da in derselben Schublade und dann ist diese Lesung ganz sicher auch für euch. Das konnte ich mir nicht verkneifen, musste ich mir einfach mal von der Seele reden, dass ihr das bitte, bitte versteht. Bevor weiter fortgefahren wird, wollte ich noch gesagt haben, hier ist das Wort gefallen, dass die Leute das nicht nachforschen, dass die dann alles mitmachen und der Kirche glauben und nicht selber nachforschen. Aber das ist ja nicht nur bei den Katholiken in der Kirche, das ist in fast allen Situationen, auch wenn man jetzt heute die angebliche Corona-Pandemie betrachtet. Die Menschen sind einfach nicht dazu von kleins auf erzogen worden, selber nachzuforschen, sich selbst auf den Weg zu machen und nach der Wahrheit zu suchen, sondern einfach mal nur das zu akzeptieren, das aufzunehmen, was von oben her gesagt wird. Autoritätshörig. Ja, und das bei allen Themen, ob das jetzt Katholizismus ist, Pandemien oder andere Themen, das zieht sich einfach durch. Da übersetzt du doch gerade oder da verarbeitest du doch gerade so ein Buch, das hat doch irgendwas mit Michel im Titel, nicht wahr? Wie heißt das wieder? Genau, ja. Wie heißt der deutsche Michel. Der deutsche Michel. Mit T. Ja. Steht da auch die Geschichte her, wo die Geschichte des Michel überhaupt herkommt? Das ist nämlich auch eine ganz fiese Ableitung. Das kennen die meisten gar nicht. Ich habe es mal irgendwann gelesen, habe es aber wieder vergessen. Aber sollte man auch mal drüber sprechen. Ja, und der deutsche Michel, also den deutschen Michel gibt es ja so auch nicht. Es sind alles Individuen. Aber Deutsche stehen natürlich für eine bestimmte Charaktereigenschaft oder für bestimmte Charaktereigenschaften, sage ich jetzt mal so.
Das lässt sich auch einfach nicht wegleugnen. Das ist halt etwas, was in den germanischen Völkern mehr oder weniger eingebrannt ist und in manchen Deutschen ein wenig mehr als in manchen anderen. Und deswegen nimmt man da oftmals eben irgendwelche Deutsche als Beispiel, eben Germanen, die halt sehr germanisch sind in vielerlei Haltung. Und schon ganz interessant, sich auch mal dieses Buch dann da anzugucken, was dann eben den Michel ausmacht. Ne? Napoleon hat da mal so einen ganz tollen Spruch gesagt und hat gesagt, die Deutschen, die verfolgen ja ihre eigenen Landsleute aufgrund einer Parole schlimmer als ihre Feinde. Ne? Und das ist, glaube ich, auch so einer der Charakterzüge, den der Deutsche an sich hat. Leider. Und die römisch-katholische Kirche macht sich genau das zu nutzen. Ja? Die nutzen euch aus an euren Schwächen. Aber gut, fahren wir weiter mit dem nächsten Satz. Wir haben ja noch ein paar Sätze vor uns in diesem Kapitel. Der Papst hat den Schlüssel dazu, also zu den Werken, die oben da irgendwo bei der Kirche aufbewahrt werden. Und wer nun die Unzureichenheit seines eigenen Verdienstes zur Erlangung des Himmelreichs fühlt, darf sich nur an diese geistliche Niederlage wenden, wo er für eine mäßige Summe die volle Ergänzung seines Mangels erlangen kann. Die Ablösungspreise sind verschieden, in ähnlicher Weise wie die Kaufpreise für irdische Güter und Bequemlichkeiten auf einem gewöhnlichen Markt. Zur Sühnung eines größeren Verbrechens ist ein größeres Verdienst, zur Ablösung demnach auch eine größere Geldsumme nötig. Die römische Kirche lehrt, dass durch das Sakrament der Buße die Schuld der Sühne und ihre ewige, nicht aber irdische Strafe erlassen werde. Und das Letztere demzufolge entweder hiernieden oder im Fegefeuer getragen werden müsse. Warum habe ich jetzt diesen Satz grün angestrichen? Ich bin ja irgendwo froh, dass ich hier grün gewählt habe, für immer, wenn irgendwelche Sachen nicht richtig sind. Genau wie Michael das ja eingeführt hat in der Lesung der satanischen Musikagenda. Bei dem ist auch immer, wenn ihr grün seht, müsst ihr immer ganz besonders aufmerksam sein. Hier auch. Die römische Kirche lehrt, dass durch das Sakrament der Buße die Schuld der Sünde und ihre ewige, aber nicht die irdische Strafe erlassen werde. Also mit anderen Worten, die Strafe im Himmel ist mir erlassen, aber nicht hier auf Erden. Und demzufolge entweder hienieden oder im Fegefeuer getragen werden müsse. Also hienieden heißt entweder hier auf der Erde im Fleisch oder im Fegefeuer nach dem Tod. Das Problem ist nur, da haben wir auch schon drüber gesprochen, das Fegefeuer gibt es ja nicht. Es gibt heute zwar immer noch eine Fegefeuergesellschaft, ja, im Englischen Purgatory Society, kann man im Internet ganz leicht finden. Das Fegefeuer gibt es immer noch. Was abgeschafft ist, ist das Limbo. Das ist das Fegefeuer für ungetaufte Kinder. Das hat der Papst abgeschafft, komischerweise, jahrhundertelang war das Dogma, jetzt ist das abgeschafft, das gibt es nicht mehr, das ist Quatsch, sagen sie selber. Aber Fegefeuer gibt es noch, also entweder muss man hier im Irdischen für die Sünde nochmal extra büßen, oder aber wenn man das nicht tut, dann muss man nachher ins Fegefeuer. Das ist also ein Stadion, das zwischen dem ewigen Leben und der ewigen Verdammnis irgendwo steht. Das ist eine Zwischenhölle, kann man vielleicht mal so ganz kurz beschreiben. Das ist hier die römisch-katholische Kirche. Sie lehrt, dass durch das Sakrament der Buße die Schuld der Sünde und ihre ewige, das ist vergeben, aber nicht die irdische Strafe erlassen werde. Und dass die irdische Strafe demzufolge entweder hienieden, also auf der Erde, oder aber im Fegefeuer, mit anderen Worten unter der Erde, getragen werden müsse. Das einzige Mal, wo ich weiß, wo die Bibel etwas aussagt, was unter der Erde ist, das ist im zweiten Gebot, wo es heißt, dass ich mir kein Abbild machen soll für irgendwas im Himmel, auf der Erde oder in den Wassern unter der Erde. Dass es also im Fegefeuer irgendwo weiter unten eins gibt, da steht in der Bibel komischerweise nichts von drin. So bekräftigt es das Tridentiner Konzil. Ja, wieder einmal, schafft euch das Buch an, der Glaube der Kirche. Habe ich das hier nicht unter dem Wort Glauben abgespeichert? Ich muss das Bild nochmal hier mit reinmachen. Sollte er doch wohl finden. Ne, Glaube ist, da hier ist es doch. Der Glaube der Kirche. Dieses Buch, ja, eine deutsche Übersetzung von dem Jesuiten Karl Rahner. Unter anderem in den Urkunden der Lehrverkündung neu bearbeitet von Karl Rahner. Der Glaube der Kirche auf Basis der Lehre und der Beschlüsse des Konzils von Trient, des antireformatorischen Konzils aus der Mitte des 16. Jahrhunderts von 1545 bis 1563.
Ja? Immer wieder taucht dieses Tridentiner Konzil hier bei James Edgar Wylie auf. Und deswegen kann ich euch nur anraten, für ein paar Euronen euch dieses Buch mal anzuschaffen und da dann nachzulesen, ob das auch stimmt, was der James Edgar Wylie hier und ich an anderer Stelle oftmals sagen. Also in dem Tridentiner Konzil wird das Folgende bestätigt. Zitat: Wenn jemand behaupten sollte, dass immer die ganze Strafe zugleich mit der Schuld von Gott erlassen werde und daher die Genugtuung der Büßenden nicht nötig sei, der sei verflucht. Also mit anderen Worten, in der Bibel wissen wir, wenn ich meine Sünden beichte, dann sind sie mir erlassen. Wir erinnern uns an, ich glaube, es war Johannes 20, wie wir in einer der vorigen Lesungen gelesen hatten, wo wir gehört hatten, dass Jesus Christus zu seinen Aposteln sagte, die ja damals seine Jünger noch waren, sagte, was ihr den Menschen auf Erden erlasst, das ist auch im Himmel erlassen, und was ihr den Menschen auf Erden bindet, also was ihr ihnen nicht erlasst, das ist auch im Himmel nicht erlassen. Also da ist immer die ganze Schuld erlassen. Und die römisch-katholische Kirche sagt hier ganz klar, wenn jemand behaupten sollte, dass immer die ganze Strafe zugleich mit der Schuld von Gott erlassen werde und daher die Genugtuung der Büßenden nicht nötig sei, der sei verflucht. Also wo die Bibel sagt, dass wir hier dann auf der Erde nicht weiter dafür büßen müssen, nicht weiter bezahlen müssen, nicht weiter irgendwelche Werke machen müssen, weil mit Werken werden wir ja nicht errettet. Da sagt die römisch-katholische Kirche, wenn du genau so handelst, wie die Bibel das sagt, dann bist du verflucht. Und das ist eben der Geist des Tridentiner Konzils. Wenn man das tut, was die Heilige Schrift sagt, dann ist man verflucht. Der ganz ebenso auch von den neueren Theologen gelehrte Ablass erleichtert nun die Strafschmerzen dieses Lebens und kürzt den Aufenthalt im Fegefeuer. Also da gibt es solche Lehren, dass man sich ein paar tausend Jahre Fegefeuer ersparen kann. Ja? Wenn einzelne neuere Papisten wie Bossuet dieser Lehre sich schämen, indem sie durch die Behauptung, der Ablass sei nichts als ein Ersatz kirchlicher Büßungen von Straf und Strafen, dieselbe verhüllen oder ableugnen, so widerspricht dem offenkundig erstlich der Umstand, dass der Ablass ja den Toten im Fegefeuer zugutekommen soll, ferner das Tridentinum, der römische Katechismus und die ungeheure Mehrzahl der päpstlichen Theologen. Perron sagt, ja, Perron war ja der, wenn ich mich nicht irre, römische Moraltheologe, den wir schon öfter zitiert hatten, der sagt hier, die Macht, jede Art von Sünden durch das Bußsakrament zu vergeben, ruht in der Kirche und demzufolge versöhnt der absolvierende Priester wirklich die Sünder mit Gott, Kraft seiner von Christo empfangenen richterlichen Gewalt. Da wir ja wissen, dass der Priester selbst ein alter Christo ist, ne, wissen wir, wie das hier wieder gut zu verstehen ist. Er verwirft aufs Entschiedenste den Gedanken, dass der Priester nur die Vergebung der Sünden ankündige. Der Mann, sagt er, der eine Wunde heilt, ob er eine Kette löst, verkündet nicht bloß den Kranken die Heilung, dem Gefangenen die Befreiung, sondern er vollbringt das eine oder das andere. So ist die Absolution der Kirche nicht die bloße Erklärung, dass die Sünde vergeben sei, sondern das Erlassen oder Behalten der Sünde selbst. Und da bin ich in einer der vorigen Sendungen ja auch bereits eingegangen, dass die Juden damals zu Jesus Christus sagten, nicht wegen deiner Werke wollen wir dich steinigen, sondern weil du sagst, dass du Sünden vergeben kannst, weil du dich selbst zum Gott machst. Genau das macht die römisch-katholische Kirche hier auch. Es ist nur noch keiner aufgestanden und wollte die steinigen. Außerdem ist Bossuets Ansicht im klarsten Widerspruch mit der Praxis der Kirche, welche, namentlich vor der Reformation, offenen Markt in Europa gehalten hat, um für wohlfeile Preise Erlasse aller Arten von Sünden und Verbrechen zu verkaufen. Und wenn seit den Angriffen Luthers auf Tetzel allerdings mehr Vorsicht in das Geschäft gekommen und nicht mehr Maultiere und Wagen mit Ablasszetteln beladen über die Alpen ziehen, das ganze Ablasswesen vielmehr in die Hände der zuständigen Bischöfe gelangt ist, so ist es doch eben, weil dazu gewinnreich, keineswegs aufgegeben worden, und an Indulgenzen ist auch ohne Krämer kein Mangel. Ja, sehen wir es doch einmal so.
alles, was die römisch-katholische Kirche verbietet, zum Beispiel Heirat außerhalb der Kirche, dafür erteilt sie gegen Zahlung eine Lizenz. Mit anderen Worten, ich zahle für eine Sünde, Ablasshandel. Was meint ihr denn, warum man, wenn man nicht in der römisch-katholischen Kirche heiratet, seine Heirat zum Beispiel im Standesamt ausschlagen muss? Also bei mir war das damals noch so, als ich geheiratet habe, das ist ja nun schon ein ganzes Menschenleben her, damals mussten wir unser Aufgebot aushängen, glaube ich, im Stadthaus. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Hat da jemand von euch Erfahrung, der hier zuhört? Ja, also in der Schweiz ist das auch der Fall, ja. Also wenn du nicht innerhalb der Kirche heiratest, dann musst du das aushängen und bekannt machen und dafür bezahlen. Ja, also standesamtlich, ja, wird immer ausgehängt, ja. Ja. Und das ist eine Erlaubnis, die man damit bekommt. Ja, die Erlaubnis zur Sünde. Wenn ich Alkohol verkaufen will, dann brauche ich dafür eine Lizenz. Wenn ich Drogen verkaufen will, oder auch Medizin, so nennen andere das, dann brauche ich dafür eine Lizenz. Wenn ich Glücksspiel organisieren will, ja, diese, ihr kennt ja diese Spielcasinos, die ja überall wie Pilze aus dem Boden schießen, nicht nur diese Spielcasinos mit den elektronischen Dattelautomaten wie vor 40, 50 Jahren schon, sondern gibt es ja heute noch viel ausgefeilter. Überhaupt die ganzen Casinos, die es gibt, aber auch das Lotteriespiel und solche Sachen, das hat alles Lizenzen. Und warum hat das eine Lizenz? Weil das der römisch-katholischen Kirche anheim ist, dass sie das haben darf. Und wenn sie das vergibt, dann vergibt sie eine Lizenz. Ja? Alles, was sie verbietet, wenn sie es dann zulässt, dann gibt es dafür eine Lizenz, weil sie verbietet Glücksspiel, außer du kaufst eine Lizenz, dann ist es legal. Ah ja, und die musst du kaufen. Das kostet Geld. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Alkoholausschank, genau dasselbe. Und so weiter und so weiter. Da könnten wir jetzt in viele, viele kleine Dinge reingehen, aber ich glaube, die Idee ist deutlich geworden. Ja? Und ohne Krämer kein ist es auch ohne Krämer kein Mangel. Also es gibt nicht mehr die, die Tetzels, die wie damals zur Zeit von Martin Luther durchs Land ziehen und Ablassbriefe verkaufen. Eben gucken, ich habe hier von Tetzel habe ich hier verschiedene Bilder. So haben wir zum Beispiel das eine Bild, wo er hier ist er, der Großinquisitor Tetzel, der rumzieht. Mit hier vorne ist die Truhe, die ihr seht. Da sind die Ablassbriefe drin, die man sich dann kaufen kann und dann die Trommel und Theater dabei und alles Mögliche. Ziehen sie damit rum und sagen den Leuten, und wenn du ins Fegefeuer kommst, dann ist das so und so schlimm und willst du da nicht hin, dann musst du hier deinen Ablass bezahlen und wenn du willst, dass dein Vater aus dem Fegefeuer kommt, deine Mutter aus dem Fegefeuer kommt, dein Bruder, deine Schwester, deine Oma, dein Opa, wer auch immer, dann musst du hier Ablassbriefe bezahlen und diese Briefe sind hier in dieser Schatulle drin zum Beispiel. Das ist eine Großaufnahme von dem Johann Tetzel, wie er ungefähr wohl ausgesehen haben soll. Anscheinend kann man sich von Ablassbriefen von anderen ganz gut ernähren, sozusagen. Und dann haben wir hier mal ein Bild von einem Ablassbrief von Johann Tetzel. Das ist wirklich eine Kopie von einem erhaltenen Papier. So wurde es damals jedenfalls, so wurde es im Internet jedenfalls gesagt. So wie es damals verteilt wurde. In Vollmacht aller Heiligen mit dem Vatikanischen Siegel hierbei. Und in Erbarmung gegen dich absolviere ich dich von allen Sünden und Missetaten und erlasse dir so alle Strafen auf 10 Tage. Gezeichnet Johann Tetzel oder Tietzel. Naja, da gibt es immer Schreibvariationen, wie der Name geschrieben wird. Ob das jetzt wirklich ein echtes ist, das weiß ich nicht, aber so wurde es uns jedenfalls im Internet verkauft. So steht es auch hier im Englischen, steht es hier nochmal drunter. Ja, hier steht dann der englische Text auch nochmal da, with the authority of all saints and with mercy for you, I free you of all sins and crimes and excuse you from all punishments for 10 days. Also für 10 Tage kann ich hier mit dieser Indulgenz, mit diesem Ablass, mir alle Sünden erlassen verkaufen. Danach kann ich also lustig drauf lossündigen, weil alle Sünden sind mir ja bereits erlassen. Und hier haben wir noch ein anderes Bild von Johann Tetzel. Und ganz berühmt ist ja der Spruch, den kennt ihr auch sicher, wenn man hier den Kasten nimmt, wo dann das Geld reinkommt. Es gibt da einmal den Kasten, wo die Briefe drin aufbewahrt waren. Und dann gibt es den Kasten, wo das Geld reinklingt, das die Leute bezahlen, wenn sie eben die Ablöse kaufen. Und dann der ganz berühmte Spruch, der ja dem Tetzel zugeschrieben wird, dass er gesagt hat, wenn die Münze in dem Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt.
oder aus dem Fegefeuer springt. Da gibt es die verschiedenen Versionen davon. Da kann man sich ja die aussuchen, die man am liebsten hat. Und warum wurden gerade im 16. Jahrhundert, Anfang des 16. Jahrhunderts, so immens viele Ablassbriefe verkauft? Weil Rom Geld brauchte, um den St. Petersdom, so wie wir ihn heute stehen sehen, in Vatikanstadt zu bauen. Und wenn ihr euch den angeschaut habt, dann könnt ihr dann mal drüber nachdenken, dass man den nicht für 2,50 Euro bauen kann. Und deswegen hat der Papst seine Tetzels über ganz Europa ausgeschickt, hauptsächlich Deutschland, weil die Deutschen sind ja der gutgläubige Michel. Ne? Marius, komm, da sich vielleicht mal mehr drüber erzählen, über das Buch, wenn er sich da ein bisschen reingearbeitet hat. Und die kaufen dann diese Ablassbriefe und haben dann ihre vergangenen Sünden erlassen bekommen oder ihre zukünftigen Sünden und können dann mit einem guten Gewissen schlafen, weil sie dafür bezahlt haben, dass ihre Sünden vergeben wurden. Dass die Kirche da etwas ganz anderes lehrt, als was die Bibel lehrt, das lässt die Kirche natürlich wohl kalt. Denn die Kirche ist ja dank des Papstes, wenn er ex cathedra von seinem Thron in Glaubensangelegenheiten spricht, unfehlbar. Und wenn hier der Leo Tetzel oder ein anderer Bischof oder Priester die Strafen erlässt, der ist ja nichts weiter als ein Repräsentant des Papstes, des Unfehlbaren, des Gottes auf Erden. Leo X. erklärte den Ablass also. Leo X. ist der Papst, der große Gegenspieler zur Zeit Martin Luthers war, wie ihr euch vielleicht erinnert. Und ich meine, einen Medici-Familienhintergrund hatte. Er sagt hier, der Papst kann aus Billigkeitsrücksichten, Kraft seiner apostolischen Autorität, Indulgenzen aus den überflüssigen Verdiensten Christi. Ja, überflüssige Verdienste, das klingt, als ob sie überflüssig sind und nicht überschüssig. Naja, ihr wisst, was gemeint ist. Und der Heiligen für die Beten, für Lebende und Tote mitteilen. Alle, welche wirklich Ablass derart erlangen, werden dadurch von so vielen zeitlichen Strafen für ihre Todsünden befreit, als der Wert der verliehenen und empfangenen Indulgenz beträgt. Ende Zitat. Zahlreiche Bullen späterer Päpste beweisen ebenfalls, dass in den Verdiensten Christi und der Heiligen die Deutung der Indulgenzen wurzele, welche Vergebung der Sünden und Erlösung aus dem Fegefeuer bewirken. So die Bullen von Antichrist Pius VI. Aus 1794, Antichrist Benedikt XIII. Von 1724, Benedikt XIV. Von 1747 und die Ankündigungsbulle des allgemeinen Jubiläums 1825, welche unter gewissen Bedingungen jedem gläubigen Christen einen vollkommenen Ablass, Verzeihung und Vergebung aller Sünden bewilligt. Das Tridentiner Konzil empfiehlt dem christlichen Volke, die Indulgenzen aufs Ernstlichste als heilsam und verflucht alle, welche das Gegenteil behaupten sollten. Und da das Tridentiner Konzil unverändert gültig ist, heute nach beinahe 500 Jahren, sind diese Indulgenzen, also diese Ablässe, immer noch nötig für die Erlassung der Sünden. Und heute bezahlt man die zum Beispiel mit seinen Steuern und anderen Beiträgen. Weil aber der Tetzelsche Skandal in noch zu frischem Andenken des gesamten Europas war, wurde, Zitat, Vorsicht und Vermeidung jeder damit verbundenen schlechten Gewinnsucht, Ende Zitat, aufs Dringendste empfohlen oder befohlen. Ein ziemlich wirkungsloses Gebot, in dem doch ersichtlich kein Priester zugeben wird, dass seine Art, noch so großen Gewinn aus den Indulgenzen sich zu bereiten, durch die tridentinischen Satzungen untersagt sei. Mit größter Sorgfalt hat man sich auch seitdem bemüht, die Meinung der Kirche über die Indulgenzen in ein geheimnisvolles Dunkel zu hüllen, so dass jener Mönch in Rom wohl recht hatte, wenn er zu seinem Visitator des Klosters auf die Frage, was eine Indulgenz sei, sich bekreuzend erwiderte, eine Indulgenz ist ein großes Geheimnis. Trotz aller Zweideutigkeiten und allgemeinen Phrasen, wodurch man die gröbsten Anstöße dieses verderblichen Ablasssystems zu verbergen sucht, erhärten noch Behauptungen wie diese, Zitat, die Indulgenzen befreien nicht bloß von Kirchenstrafen, sondern auch vom Zorn Gottes
und entheben die Seele den Qualen des Fegefeuers. Ende Zitat. Unsere Ansicht davon sattsam als die richtige. Jeder Zweifel schwindet, wenn man in Butlers approbiertem Katechismus liest, Zitat, Frage, warum bewilligt die Kirche Indulgenzen? Antwort, um unserer Schwäche zu Hilfe zu kommen und uns zu verleihen, was uns fehlt, damit wir der göttlichen Gerechtigkeit für unsere Sünden genug tun können. Frage, was bringt die Kirche Gott dar für die Unterstützung unserer Schwäche und Unzulänglichkeit und zur Genugtuung für unsere Sünden? Antwort, die unendlichen und überflüssigen Verdienste Christi, zugleich mit den Tugenden und guten Werken der Mutter Maria und allen Heiligen. In die Zeit vor der Reformation muss man zurückgehen, um die Ablasslehre in ihrer vollen, fruchtbaren Ausdehnung kennenzulernen. Da erfährt man trotz aller modernen Beschönigung, dass sie von Seiten der Priester nichts ist als die Anmaßung der Gewalt, alle Sünden, vergangene und gegenwärtige, zu vergeben, alle Strafen, zeitliche und ewige, zu erlassen, kurz in diesen beiden Beziehungen den Menschen mit der vollen Autorität Gottes zu bekleiden. Den Ablasspredigern des 16. Jahrhunderts war jede feinere Unterscheidung der modernen Kasuisten fremd, denn sie sprachen vor der Reformation. Die unverschämten Äußerungen Tetzels, Die unverschämten Äußerungen Tetzels, der das rote Ablasskreuz geradezu über Christi Kreuz setzte, seine Ablassmacht der St. Peters gleichstellte, auch noch zu begehende Sünden erließ und mit seinen Anpreisungen des Ablasses bis zu Lästerungen der Jungfrau Maria fortschritt, sind zu weltbekannt, um sie hier zu wiederholen. Aber unerwähnt dürfen wir sie nicht lassen, weil die römisch-katholische Kirche, welche jede evangelische Wahrheit mit dem Fluch belegt, sie nie ausdrücklich und förmlich verworfen hat. Ein langer, intensiver Satz, der auch noch verbunden ist mit einer kleinen Fußnote, die da liest, er verkündet bekanntlich, ne, also hier die Tetzel, auch wenn so möglich wäre, jemand der Jungfrau Maria Gewalt angetan hätte, könnte sein Ablass doch Vergebung dafür erwirken. Ja, das war die Lehre unter anderem von Tetzel. Du kannst mit anderen Worten die Jungfrau Maria vergewaltigt haben, das ist eine Schuld, die dir vergeben wird durch den Ablass. Ja? An anderen Stellen heißt es hier Vergewaltigung anstatt Gewalt angetan. Ja? Also wir sprechen hier wirklich auch von sexueller Gewalt, die man der Jungfrau Maria so gesagt angetan hätte. Auf welche Art auch immer das gehen soll mit einer Frau, die schon fast 2000 Jahre heutzutage im Grabe liegt. Aber das ist eine andere Diskussion. Ja? Die unverschämten Äußerungen Tetzels, lesen wir nochmal diesen wichtigen Satz, der das rote Ablasskreuz geradezu über Christi Kreuz setzte, seine Ablassmacht, der St. Peters gleichstellte, auch noch zu begehende Sünden erließ und mit seinen Anpreisungen des Ablasses bis zu Lästerungen der Jungfrau Maria fortschritt, sind zu weltbekannt, um sie hier zu wiederholen, aber unerwähnt dürfen wir sie nicht lassen, weil die römische Kirche, welche jede evangelische Wahrheit mit dem Fluch belegt, sie nie ausdrücklich und förmlich verworfen hat. In den von der Reformation nicht mehr berührten Gegenden dauert auch der Ablasshandel noch unausgesetzt fort, obschon nicht mehr so grob wie zu Luthers Zeit. Fast an jeder Kirche der Stadt Rom findet man, so erzählt eine geistreiche Frau, die lockende Inschrift »Vollkommener Ablass« oder auf Latein »Indulgentia plenaria«. Man dürfte einen 200-tägigen Ablass für jeden Kuss auf das große schwarze Kreuz im Kolosseum schon für eine reichliche Belohnung erhalten. Aber was ist das gegen die Ablässe auf 10, 20, 30.000 Jahre, die für gar nicht besondere hohe Preise in vielen Kirchen erlangt werden können?
Wahrlich, so leicht als irgend denkbar kann man dort für den rostigen Reichtum dieser Welt die größte Quantität von der in jener aufgehäuften Schätzen an guten Werken eintauchen. Der rostige Reichtum. Siehe Matthäus 6, 19, wie wir bereits am Anfang dieser Lesung zitiert hatten. Ne? Unsere Schätze nicht dahin legen, wo Rost und Motten sie fressen können und Diebe sie stehlen können. Waffen von Seelen, Massen von Seelen, so viel man Lust hat, kann man in der, Laterankirche zu St. Johann am Feste ihres Patrons für 29.000 Jahre aus dem Fegefeuer loskaufen. Also Massen von Seelen kann man für 29.000 Jahre aus dem Fegefeuer loskaufen. In St. Bibiana an aller Seelen, dieser römisch-katholische, zwischen Anführungszeichen, Feiertag, auf 7.000 Jahre, in der Basilika zu St. Paul und einer anderen Kirche auf dem Quirinal für 10.000 und 3.000 Jahre und das alles für einen sehr mäßigen Preis. So in allen Hauptkirchen Roms und der Nachbarschaft. Bis auf den heutigen Tag dauert in allen Ländern Europas und jenseits des Ozeans der Gebrauch fort, dass an den heiligen Tagen, namentlich an den Marienfesten, vollkommener Ablass für eine bestimmte Zahl von Ave Marias und für Geschenke an die Kirche angeboten wird. Lesen wir mal eben, was der Autor uns hier in einer Fußnote mitteilt. Die Türen der römisch-katholischen Kirche in Deutschland sind neuerlich wieder mehr als früher oft von oben bis unten mit Ablass verkündenden Plakaten beklebt, zu deren Ausgabe die verschiedensten heiligen Tage Anlass bieten. In der Diözese Trier, der Heimat des heiligen Rockes, also wir wissen da dieses sogenannte Jesuskleid, was sie da ausstellen, ward 1851 ein fliegendes Blatt ediert, in welchem die wirkliche Länge Christi, wie sie in irgendeinem Keller oder Grabgewölbe aufgefunden sein sollte, angegeben und als wirksames Schutzmittel empfohlen wurde. Gebete mit Beziehung auf diese heilige Länge gesprochen, sollten besonders wirksam sein, Ablass verschaffen und so weiter. Viel verrückter kann es nicht mehr werden, sollte man annehmen. Na, wir sind ja in der Kirche des Aberglaubens, es kann noch viel größere Auswüchse annehmen, deswegen sind wir auch noch lange nicht durch dieses Kapitel durch. Auch Antichrist Hadrian der VI. Seine Bestimmung, dass jeder, der mit einer geweihten Wachskerze in der Hand sterben würde, die Weihung der Kerze kostet natürlich Geld, einen vollkommenen Ablass habe, ist noch irgendetwas zurückgenommen worden. Ja? Also auch Hadrian dem VI. Seine Bestimmung, dass jeder, der mit einer geweihten Kerze in der Hand sterben würde, einen vollkommenen Ablass habe, ist noch nicht zurückgenommen worden. Also diese Lehre gilt immer noch. Zumindest zu der Zeit, wo das Buch hier ins Deutsche übersetzt wurde, Mitte des 19. Jahrhunderts. Wo sollten wir Ende finden, wollten wir alle die Indulgenzbulden der verschiedenen Päpste, die sich auf eine bestimmte Kirche, ein bestimmtes Gebet beziehen, erzählen. Burnett, der Historiker, versichert, einen Ablass für 1 Million Jahre gesehen zu haben. Also damals hatten die ja wohl auch schon eine Idee von der Evolutionstheorie, ne? Obwohl Darwin ja erst 1857, glaube ich, auf die Galapagos-Inseln ging. Es gibt auch Indulgenzen, welche bis auf die 3. Generation fortdauern, demnach wie anderes Eigentum vererbt werden können. Ich kann die Vergebung von Sünden vererben. Wie reiche Leute wohl für sich und ihr Gefolge zur Eisenbahn und zum Dampfboote so konnten oder können sie für sich und ihren Anhang Ablass erhalten, um die ernste Reise nach jener Welt glücklich und unbekümmert um ihre und der ihrigen Schulden zu machen. Also mit anderen Worten, mein Vater ist ganz reich und der kauft Ablässe für mich und wenn er dann gestorben ist, dann ist er selber durch den Ablass dem Fegefeuer entronnen und er vererbt mir noch seine Ablässe, die ich habe und ich kann auf dieser Erde deswegen auch sündigen, wie ich will, durch die vererbten Ablässe
habe ich eine gute Reise in mein ewiges Leben. So, das lehrt die römisch-katholische Kirche hier. Wer schaudert nicht vor solchem Übermaße der Lästerung? Auch Blanketts zu Indulgenzen mit der Erlaubnis, einen beliebigen Namen einzuschreiben, sind erteilt worden. Ja? Also Blanketts, mit anderen Worten, wir hatten ja vorhin das Bild gesehen von den Indulgenzen. Nochmal eben sehen hier. Da steht dann oftmals eben ja auch der Name der Person drauf. Hier steht jetzt ich dich, ja, also er sagt, ich absolviere dich. Aber es gibt die ja auch personalisiert, da steht dann der Name drauf. Und diese kann man eben auch blanco kriegen, ja, also ohne eingetragenen Namen. Und die kann man dann rumreichen. Das Papier, es ist genau dasselbe wie mit dem Papiergeld, das wir heute haben. Ist genauso viel wert. Ja. Warum das wohl alles Papier ist, sollte man sich mal die Frage stellen. Also auch Blanketts, also Blanco würden wir heute sagen. Blanco-Indulgenzen mit der Erlaubnis, einen beliebigen Namen einzuschreiben oder dort einzutragen, sind erteilt worden, sodass in der Tat der Inhaber einer solchen Indulgenz ein Schutzpatron ganz besonderer Art für seine Freunde und Angehörige ist, da er jeden von ihnen einen Platz im Paradiese sichern kann. Wie nahe liegt die Vergleichung mit dem profansten Ding? Herrgott, ist denn im Himmel ein Schauspielhaus, dessen Plätze unter Umständen auch für den noch so spät kommenden käuflich sind? Matthäus 21, 13 sagt dazu, und er sprach zu ihnen, da steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. Ja, aber er hat eine Räuberhöhle draus gemacht. Und da das Tridentiner Konzil unverändert gültig ist, auch heute in 2020 noch, nach beinahe 500 Jahren, sind diese Indulgenzen, diese Ablässe immer noch nötig für die Erlassung der Sünden. Da hat sich nichts geändert. Die römisch-katholische Kirche ist Semper Eadem. Herrgott, ist denn dein Himmel ein Schauspielhaus, dessen Plätze unter Umständen auch für den noch so spät kommenden käuflich sind? Ich kann sogar eine Blanko-Indulgenz irgendjemandem geben, dem ich will, und der kann damit in den Himmel kommen? Sag mal, wie bescheuert muss man eigentlich sein, dass man sowas glaubt? Ich meine, die meisten Katholiken, die sich diese Videos angucken, sind doch auch Leute, die einige Jahre zur Schule gegangen sind. Einige haben es vielleicht sogar studiert, sind also in der Hinsicht irdisch ziemlich, zwischen Anführungszeichen, doch intelligent. Und ihr geht in eine Kirche, die euch so einen Mist verkauft? Mist im wahrsten Sinne des Wortes, einerseits an Papierindulgenzen, Ablassbriefen, und andererseits dieser Glaube, als ob ich durch diese Dinge mir irgendeine Gerechtigkeit erwerben könne. Mit Geld. Herrgott, ist denn bei dein Himmel ein Schauspielhaus, dessen Plätze unter Umständen noch für den noch so spät kommenden käuflich sind? Auch an den Gebrauch von Medaillen, Skapulieren, Rosenkränzen und Kruzifixen heften sich Indulgenzen. So hat Antichrist Hadrian VI. Auf gewisse von ihm gesegnete Rosenkranzknöpfchen durch eine Bulle einen Ablass gelegt, der nachher von Antichrist Gregorius XIII., Clemens VIII. Und Urban VIII. In folgenden Worten bestätigt worden war. Also diese drei Antichristen haben das von Hadrian VI. Festgelegte später noch bestätigt. Zitat: Wer mit solchen Knöpfchen ein Paternoster und ein Ave Maria betet, kann damit an einem Tage drei Seelen aus dem Fegefeuer erlösen. Und wer dasselbe zweimal an einem Sonn- oder Festtage tut, kann 6 Seelen erlösen. Und wer damit an einem Freitage 5 Paternoster und 5 Ave Maria zu Ehren der 5 Wunden Christi betet, erlangt Ablass auf 70.000 Jahre und Vergebung aller seiner Sünden. Ist doch ein schöner Moment, um diese Lesung zu beenden. Ne? 70.000 Jahre. Die Vergebung aller Sünden. Ich dachte, da fehlen einem schon die Worte bei der Pause. Ja, fehlen mir im Grunde auch. Ich war am Denken, was ich jetzt zum Abschluss nochmal bringen könnte.
interessant ist hier natürlich, dass sie es auf die Zahl 5 haben. Ne? 5 Vater Unser, ne? Pater Noster ist Vater Unser, das Vater Unser Gebet. 5 Ave Maria Gebete zu Ehren der 5 Wunden Christi. Und wir wissen ja auch, für was die Zahl 5 steht, durch Jesaja Kapitel 14. Satan, oder in dem Fall, in dem Augenblick Luzifer, der sich erhebt und rebelliert. Die 5 ist immer eine sehr satanische Zahl. Und es ist kein Zufall, dass Jesus 5 Wunden am Körper trug und dass hier 5 Paternoster und 5 Ave Maria gefragt werden zu ihm. Jetzt werden einige Leute sagen, wieso 5 Wunden, Jörg? Naja, in jede Hand und in jeden Fuß ein Nagel durchgeschlagen sind 4. Und mit der Speerspitze in der Seite wurde er auch verletzt. Damit lief sein Blut noch hinaus. Und nach der Lehre von Ron Wyatt, der ja sagt, dass die wahre Bundeslade da stand, wo Jesus Christus gekreuzigt wurde, darunter, und dass das Blut auf den heiligen Sitz gelaufen ist zur Erlösung aller Sünden, als Jesus Christus gekreuzigt wurde. Diese 5. Wunde zählte auch zu. Deswegen 5 Paternoster, 5 Ave Maria und 5 Wunden Christi. Ja, im Grunde, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich ziemlich sprachlos über das, was ich alles hier gelesen habe, auch wenn ich es nicht zum ersten Mal gelesen habe, sondern zum wiederholten Mal. Aber es kriegt mich immer wieder. Ich kann es immer wieder oftmals einfach nicht fassen, dass ich sage, dass es da auch noch Leute gibt, die so etwas wirklich glauben. Weil wenn man das nicht glaubt, man macht es trotzdem, dann ist man ja noch dümmer. Gibt's? Manche denken sich oder rechtfertigen sich das wahrscheinlich so, dass ja, das war früher so und ja, heute nicht mehr so ganz. Aber ja, die verändert sich ja nicht. Aus Tradition machen wir trotzdem mit, ne? Ja, man hat ja immer, ja, schon, denken, hat ja immer oder schon denken, dass. Wie sagen Sie das in Köln? Das ist doch so eine katholische Stadt, da sagen Sie, da ist noch immer gut gegangen, ne? Das kann Michael, glaube ich, besser sagen als ich. Der kommt ein bisschen mehr aus der Gegend. Der kann den Dialekt ein bisschen besser. Aber das sagt man doch in einigen Gegenden Deutschlands so. Ich dachte, es war die Kölner Gegend da. Und weil das damals nicht geschadet hat, schadet es heute auch nicht. Naja, es hat damals nicht geholfen, darum hilft es heute auch nicht, sage ich da mal. Ja, und damit beenden. Am Niederrhein haben Sie da immer gesagt, das haben wir schon immer so gemacht. Ja, das ist ja, Köln ist ja auch am Niederrhein. Von daher. Ja, danke Marius für die Bemerkung. Ja, sonst kam ja nicht allzu viel Response, also schließe ich das Video hier ab. Nein, viel habe ich nicht, aber ich habe nur kurze Bemerkung. Eben, die Ablässe, es beruht ja auch wieder auf Werke, diese ganzen Sakramente. Und das zeigt ja, auf was die katholische Kirche aufbaut, auf diese Werke. Und ich finde diesen Spruch noch sehr schön, der steht im Römerbrief 11, Vers 6 ist das. Wenn aber aus Gnade, so ist es nicht mehr um der Werke willen, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Wenn aber um der Werken willen, so ist es nicht mehr Gnade, sonst ist das Werk nicht mehr Werk. Schöne also, Stelle, die es genau beschreibt. Ja. Ja. Sollte jeder nochmal nachlesen. Römer Kapitel 11, Vers 6 und fortfolgende. Ja. Lest euch das nochmal durch. Damit bin ich dann im Grunde schon bei dem Satz angekommen, den ich ja zum Ende immer gebrauche. Lest euch das nochmal durch, Römer Kapitel 11, Vers 6 und fortfolgende und auch andere Dinge in diesem Buch. Wir sehen uns dann wieder zur nächsten Sendung. Das müsste dann die 39. wohl sein, sicher. Ich habe schon wieder die Nummerreihe vergessen. Ist ja auch nicht wichtig. Wir sehen uns dann wieder zur nächsten Sendung, wenn wir über die Ablässe nochmal weiter diskutieren und weiterlesen. Und bis dahin, wie der Alexander gerade eben getan hat, ja, schlagt einfach eure Bibel auf und schlagt nach, ob diese abergläubische Lehre der römisch-katholischen Kirche wirklich dem Glauben der Bibel entspricht. Und wenn das nicht so ist, dann müsst ihr euch fragen, ja, wem gehorche ich? Gehorche ich dem Menschen, der diese Gesetze, den Katechismus und diese Regeln hier auf dieser Erde erlässt? Oder gehorche ich dem Vater im Himmel, der die ganzen Gesetze gemacht hat, der die Erde und alles, was darin ist, gemacht hat. Und die Erde ist seins und die Erde ist sein Fußschemel und so weiter und so weiter. Wem will ich gehorchen? Darum wählet heute, welchem Herrn ihr dienen wollt, weil ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Man kann nicht dem Mammon dienen und Gott dienen. Und wenn ihr meint, eure Verfehlungen gegenüber Gott damit gut machen zu können, dass ihr einem Menschen Geld gebt,
wenn ihr da noch nicht begriffen habt, dass ihr auf dem Holzweg seid, oder wie man auch so schön in Englisch sagt, in diesem Fall the yellow brick road, der große, breite, gelbe Pfad, der in die Verdammnis führt, wenn ihr das da noch nicht begriffen habt, ja, dann kann euch auch kein Bibelstudium und nichts mehr helfen, dann könnt ihr nur noch auf euren Knien flehen, dass der Heilige Geist euch erhören möge, dass der Vater euch zum Sohne zieht und dass er euch die Gnade erweist, euch zu retten. Aber dann müsst ihr ihn, glaube ich, wirklich suchen wollen. Sonst wird das nichts. Bis zum nächsten Mal. Lest eure Bibel.